Moin, heute spielen wir in einer Stadt, die es eigentlich nicht gibt. Herzlich willkommen mit dem nächsten Spiel. Das ist ein weiteres Auswärtsspiel. Wir spielen in Bielefeld und wollen natürlich den nächsten Schritt in Richtung Titel machen. Die Bayern haben also mal wieder verloren. Die kommen überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig. Wer haben sie denn jetzt schon wieder gespielt? Gucken wir mal gerade auf die Ergebnisse eben schnell. Die haben gegen Hoffenheim zu Hause verloren mit 1-2. Gegen die Tabellenzehnten, beziehungsweise Hoffenheim, das eigentlich da unten mit drin hängt, auf Platz 12, 13 rumgedümpelt ist. Und gewinnt in München mit 2-1. Und wie gesagt, nochmal, die kommen überhaupt nicht mehr rein in die Saison. Das klingt wie Freiburg. Freiburg tappt einmal und dann kommen sie überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig und haben so viel verloren mittlerweile. Wir sind jetzt 10 Punkte weg. Das heißt, wir könnten an Spieltag 31, dem noch vier Spiele, könnten wir den Titel oder Dach und Fach bringen. Aber das heute schaffen, das wäre abzusehen zu sein. Also nicht heute, aber in naher Zukunft, ja, je nachdem, vielleicht ja, 31. Spieltag mit dem Sieg wäre dann tatsächlich der Gegner. Jetzt ist erstmal der Tabellen 18. oder wir sind beim Tabellen 18 zu Gast, was eigentlich relativ einfach klingt. Der Tabellenführer zu Gast ist beim Tabellenletzten, aber ist ja nicht so, dass wir zum Beispiel gegen andere Teams schon durchaus mal schlecht ausgesehen haben. Meistens sind das die ganzen gefährlichen Gegner. Die, die unten drin stehen. Die direkten Duelle haben alle gewonnen oben. Ja, Nachwuchsarbeit ist mir gerade egal. Das ist nur ein geringes Ziel. Das ist, tut, sollte eigentlich nicht. So, Piri möchte unbedingt. Du hast gespielt? Du bist eingewechselt worden? So, dann möchte Piri mich jetzt also verlängern. Also kurz dann, wir haben auch kurz mal seinen Gehalt anheben, wenn ich das dann mal kurz darf. Er möchte gerne Vertragsverhandlung. Dann gehen wir kurz in die Vertragsverhandlung mit Marvin Piri, der so, nicht Marvin Piri, ja, ich wechsle mit Marvin Puri. Kieran Piri heißt er, glaube ich. Kick Piri, so ist es richtig. Ja, du wirst auf jeden Fall bleiben. Moment, gegen Angebot. Ich möchte zumindest mal ein Jahr. Wie lange hast du noch im Vertrag? 3 Jahre. Ich möchte auf jeden Fall mal ein Jahr verlängern. Ja. Freigabesumme auf jeden Fall übergehen. Brauchen wir nicht. Und er möchte auf jeden Fall mehr haben. Er möchte Gehalt 10.500 haben und möchte eine Dings haben. Dann machen wir das doch. Er hat auf jeden Fall schon jahrelang gespielt. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Wird auf jeden Fall mindestens ein Jahr weiteres Jahr bleiben. Das heißt, wir haben jetzt einen Vertrag nur 4 Jahre noch. Daher bleibt er definitiv eine feste Größe bei uns in der Truppe und damit wechselt wird der nächste Stammspieler seinen Vertrag verlängern. Wie gesagt, bei Aubameyang bin ich sehr, sehr froh, dass ich ihn nochmal um ein Jahr für sein Karriereende gebracht habe, mehr oder weniger. Aber wie gesagt, jetzt heißt es ja auf jeden Fall erstmal Bielefeld und dann Augsburg. Also wie gesagt, möglicher nächste Gegner, beziehungsweise zum Titel. So, ja, ist egal. Ich habe momentan kein Interesse an Jugendspielern. So, weiter geht's, auf jeden Fall. Ja, ich brauche tatsächlich jetzt nicht unbedingt noch irgendwie jetzt irgendwas an Änderungen vorzunehmen. So, okay, gehen wir rein ins Match. Spiel Nummer 3 dieser Aufnahmesession ist jetzt, wie gesagt, völlig klar, dass sich dieses Spiel vor allem um ihn dreht. Denn 4 Tore im letzten Spiel sprechen ja absolut für sich. Genau, wir so zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Die Schüco Arena ist der Austragungsort dieses heutigen Spiels. Ich begrüße Sie bei Regenwetter zu dieser Partie. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Ja. Wir müssen es auf jeden Fall sehr ernst nehmen. Wie gesagt, das soll der nächste Schritt in Richtung Titel werden. Das ist jetzt Spiel Nummer 28. Wir könnten frühestens am 31. Spieltag den Titel holen. Das heißt, es wären danach noch 3 Spiele. Das werde ich von der Zeit her nicht mehr schaffen, weil ich auch immer noch was essen muss und mich fertig machen muss für die Arbeit. Ich muss auch so in einer Stunde ungefähr los. Also ich werde heute keine 3 Spiele mehr machen. Aber so 1-2 machen wir noch.
Sonst wäre das kein Problem. Wenn ich heute frei, würde ich sagen, ja komm, scheiß drauf, die ziehen wir durch die Saison noch. Aber nein, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Leider. Ich würde mich gerne abhaken und den nächsten Schritt machen. Mit dem nächsten neuen, mit dem was Neuem. So, die Truppe, die schwört sich auf jeden Fall nochmal ein. So, Anschuss. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Aubameyang. Also wie gesagt, eigentlich ist es klingt zu einfach. Bielefeld, Tabellenletzter, kämpft gegen den Abstieg aus der Bundesliga. Wir sind auf dem Weg zum ersten Titel, der ersten Meisterschaft, zumindest in der Bundesliga. Wir haben ja zweite und dritte Liga schon gewonnen. Und wollen natürlich heute in Deutschland den nächsten Schritt machen. Aber das ist es halt einfach. Es ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Aber wir wollen so schnell wie möglich für Klarheit sorgen. Das ist es halt einfach. Wir wollen den nächsten Schritt machen. So schnell wie möglich für Klarheit sorgen. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Bielefeld aber bleibt dran. Eigentlich müssen sie jetzt nur noch die Nerven bewahren. Und dann ist die Meisterschaft eine klare Sache. Also bei dem Vorsprung kann ich mir... Ja, 10 Punkte auf die Bayern. ...vorstellen, dass sie das noch aus der Hand geben. Wie gesagt, und Loppert. Das hätte auch für Bielefeld auch anders ausgehen können. Wenn du so frei durch bist, da musst du jetzt dürfen keine Nerven sorgen. Jetzt dürfen keine Nerven zeigen. So ist es richtig. Diese Info zum Geschehen auf dem anderen Platz musste leider unterbrochen werden. Mainz hat also ein Tor erzielt. Sie führen nun mit 1:0. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Und volle Parade. Hier hält der Keeper. Das 0:0 fährst, die beste Chance im Spiel. Hat natürlich der Tabellenführer. Das ist die Chance. Schöner Raum. War ein guter Ball, aber da lässt er überhaupt nichts anbrennen. Da können Sie sich bei ihm bedanken. Ecke kommt. Ja, den muss er besser klären. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nächste Ecke. Sie kommen den Ball nicht raus. Eckloff! Den habe ich drin gesehen. Den habe ich drin gesehen. Jetzt sind wir auch drin in der Partie. Kabak. Das war sauber. Ah, super gemacht. Eckloff. Nur ganz boah. Energisch. Ah, zu einfach. Wegen. Zu einfach. Zu festgespielt. Almiron. Er wird für ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Weil er macht ja im Moment in der Liga, was er will. Ja, vor dem Tor, zack, ist das Ding drin. Da kann ihn keiner stoppen. Verantwortlich dafür natürlich auch dieses blinde Verständnis mit den Nebenleuten. Genau so ist es. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Da ist wieder Novoa, der jetzt ein bisschen mit Glück da vorbeikommt. Erste Tor für und holt die nächste Leverkusen. Ecke raus. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 26 Minuten. Gegen Dortmund hat eine Ecke zum Sieg geholfen. Gegen Frankfurt war eine Ecke auch drin. Hier passiert noch nichts. Momentan steht Bielefeld noch gut. Noch. Ah, da ist der Ball. Und da darf dieser Fehlpass nicht passieren. Oh, das könnte gefährlich werden für die Hintermannschaft. Ah, wieder dran geblieben. Also Bielefeld ist gut dabei. Aber da kommt Piri. Erstmal, der dazwischen geht. Schelderup. Könnte jetzt was werden. Ah, und Christowski sagt ja, nö, an mir kommst du nicht vorbei. 0:0 nach 37 Minuten.
jetzt. Na! Er gibt den Ballbesitz ab. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Und die Entscheidung wird korrigiert. Vorteil, also es sieht so aus, als würde der Tabellenführer mit einem 0:0 bei Bielefeld zur Pause in die Halbzeit gehen. Aber wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend. Noch ist keine Halbzeit. Aber es sieht halt danach aus. Der Große bei der guten Überlegenheit bisher noch nichts. Ballverlust. Das ist halt genau das, was ich meine. Es ist ein vermeintlich leichter Gegner. Und du nutzt halt die Chance nicht, Schischko. Chance für Bielefeld. Da ist das Tor. Der Tabellenletzte führt mit 1:0 zur Pause. Bielefeld lebt noch. Bei aller Überlegenheit. Du machst die Tore nicht und kriegst dann so einen Sonntagsschuss. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Boah. Nichts zu allen benoppert. Der kommt da überhaupt nicht hin. 10. Saisontor für ihn. Und dann ist Pause. 0:1, der Rückstand. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Da muss man erstmal durchatmen. Nochmal. Damit hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Wir haben eigentlich die guten Chancen. Wir machen es eigentlich nur nicht. Und der Gegner kriegt die erste Chance, nutzt sie und wir liegen zur Pause. 0:2. So, weiter geht's. Wir gehen rein in Durchgang 2. Auf dem Weg zu eigentlich sicher geglaubten 3 Zählern. Aber wie gesagt, noch ist nichts los. Wir haben schon Spiele gedreht. Mal gucken. Jetzt müssen wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr aufbauen. Mehr Druck aufbauen. Ach, Mann. Da darfst du solche Dinger nicht verlieren. Rashica. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Ach, Mann. Ja, vorbei ist er. Gute Chance jetzt. Boah. Chance, also Bielefeld ist drin. Šeško. Das ist übrigens einer von den beiden, die ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte als Nachfolger irgendwann mal für Aubameyang. Milo Rashica. So, jetzt ist mal schnell darum. Jetzt hat er den Ball. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein der jetzt über Tempo geht. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Torschütze ist Mason Mount. Ausschlaggebend. Vielleicht jetzt. Jetzt. Sie können erstmal blocken, aber weiter Gefahr. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Da sind uns die aktuellen Ereignisse dazwischen gekommen. Das bitte vielleicht mal über Kilian Fischer. 2:1 vor. 1:1. Yes! Ein Tor. Egal wie, der Ball ist drin. 1:1 jetzt. Kilian Fischer. Wie gesagt, es war ein Eigentor. Aber es ist klar. Aber er wird gefeiert. Er hat es gut gemacht. Er ist da hinten durchgegangen, hat die Chance genutzt. Und warum da die Bielefelder jubeln, weiß ich nicht. Aber es war wahrscheinlich, weil es ein Eigentor war. Ich weiß nicht, ob FIFA das so rechnet. Das ist die Nummer 30 da hinten gewesen, der Innenverteidiger mit dem Eigentor. Ja, der Keeper geht da überhaupt gar nicht hin. Fakt ist, das Ding ist drin. Es ist Andrade, es ist ein Eigentor. Mir ist es wurscht. Der Ball ist drin, es steht 1:1. Und wir haben nächsten. Wir können jetzt hoffentlich den nächsten Schritt machen. Stefan Ristowski. Sebastian Vasiliadis. Sie suchen die Lücke. Ganz stark gemacht. Almiron bei Bielefeld spielt Seiten durch und führt mit 2:1. Sind sie wieder vorne, da ist das Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Ich komme überhaupt nicht in die zwei Kämpfe da hinten rein. Der angehende Meister tut sich sowas von schwer. Deswegen jetzt der Doppelwechsel. Und dann aus kurzer Distanz. Das muss jetzt sowas bringen. Ist das stark gemacht, da haben sie am Ende keine große Mühe. Oh, da hätte ich nicht gedacht, nach dem zweiten habe ich gedacht, ja, jetzt haben wir das. Momentum ist doch auf unserer Seite, jetzt kippt das ganze Ding. Hier ist noch alles drin.
Da sind Mitspieler frei. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Was pfeifst du mir das an? Ich wollte gerade schießen. Aber er pfeift für Bielefeld, ne? Also hätte mir jetzt auch Freistoß gefehlt. Warum auch immer. Ich habe Bayern nicht gehabt. Aber gut. Perry. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ne. Also Bielefeld steht da hinten äußerst gut und ist hier gerade drauf und dran, für die Überraschung zu sorgen. Ich hätte nicht erwartet, dass wir gegen Bielefeld so hart hat Probleme kriegen. Lass mal. Und dann ist der Ball doch weg, macht die Abwehr gut. Rote. Exzellentes Dribbling, klasse. Vorbei, Szene. Erstmal. Sah vielversprechend aus, aber klar, das damit er nicht jetzt auch noch einen Verletzten. Ey, ich habe gerade gewechselt. Ist gerade eingewechselt worden. Bello erstmal mit dem. Mit der gelben Karte natürlich jetzt. Der Ball kommt. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Rote scheint doch fit gewesen zu sein. Jetzt schießt er. Nein! Sie bleiben weiter knapp vorne. Kein also wenn du das Ding. Boah, was für eine Parade. Und dann machst. Ärgern sie sich. Die Niederlage wird immer wahrscheinlicher. Jetzt der Schuss. Jetzt! Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn! Und das so spät in diesem Spiel. Ich glaube, es war Eckloff. Es müsste Eckloff sein. Mit der 35. Der das Ding hinten einfach kurzes lange Eck haut. 2-2. Wenn du jetzt nochmal dran bleibst, wenn du jetzt nochmal vielleicht eine Chance kriegst und das Ding machst und das auf 3-2 stellst. Tja, nochmal die Wiederholung. Ja, das ist eine Szene, die kann dem Trainer nicht gefallen. Was bitteschön macht die Abwehr? Sie schauen nichts. Nur zu und kassieren das Ding. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Was? Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Oh, wo, wo, wo. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Und Capino. Dem haben sie sogar sagen, dass Bielefeld hier drin ist in dieser Partie. Was Sensation. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Milo Drašica. Jetzt können sie vielleicht kontern. Guter Zweikampf. Aha, das war zu überhastet. Sebastian Vasiliadis. Es gibt noch 2 Minuten. Boah. Tja, ich glaube, das könnte gelb geben. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Mann! Ja, das war's. Mann, ey! Es bleibt hier beim Unentschieden. Siegeserie ist gerissen und das ausgerechnet beim Tabellenführer. Tabellenletzten. Kommt ein Zähler raus. Und es ist in Ordnung und sie haben Nervenstärke bewiesen. Ja, und ihr Keeper hat das Ding im Spiel gehalten oder hat beziehungsweise das Spiel so offen gehalten. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Am Ende schaffen sie hier nur ein Remis, aber die Chancen, tja, die hatten sie. Klar, das Ausgleichstor war wichtig, aber es hätte sich natürlich niemand beschwert, wenn da mindestens noch ein weiterer Treffer dazugekommen wäre. So müssen wir festhalten, die Chancenverwertung war suboptimal. Ja, heute hat es nicht gepasst. Da waren mehrere gute Chancen drin. Es ist halt nur das 1-2, nur das Unentschieden. Aber Bielefeld hat gut gespielt und damit verlieren wir 2 Punkte auf dem Weg zur Meisterschaft. Und das, was die Bayern liegen gelassen haben, lassen wir jetzt liegen. Wieder ein Spiel, wo du eigentlich die 3 Punkte holen musst. Neben Bochum jetzt schon wieder nur ein Unentschieden. Ja, und plötzlich sind es. Ja, gut, es werden wahrscheinlich auch 8 Punkte stellen. Es sei denn, da passiert irgendwas noch. So. Fuck, ey. Ja, Aubameyang beschwert sich jetzt gerade so ein bisschen. Ja, vielleicht war es doch die Dings am Ende, die eine Situation. Ich musste irgendwas machen. Es ist halt so. Na gut.
Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht es weiter mit dem Duell gegen den FC Augsburg und hoffen, dass vielleicht die Bayern nochmal patzen. Dann werden sie mich auf 11 Zähler Vorsprung. Aber wie gesagt, wir werden uns dann wiedersehen und ich freue mich, wenn ihr dabei seid wieder.